Hallo, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Und ich spiele Jake Park mit seinen einzigartigen Fähigkeiten. Ich spiele Jake eigentlich nie und habe auch keine schönen Outfits für ihn. Und bin ein bisschen enttäuscht, was tut sie? Wer weiß. Aber ich habe jetzt so ein paar violette Items ausgerüstet, also Skin. So, geht sie jetzt. Was macht sie die ganze Zeit? Sie macht mich nervös. Will sie näher kommen? Will sie kuscheln mit Jake? Jetzt geht's wieder weg. Naja. Genau, ich spiele ihn ziemlich selten. Und da wird die Kettensäge gestartet. Der macht einen auf Larry da hinten irgendwo. Ja, ich habe seine Perks ausgerüstet. Links haben wir Saboteur. Mit Saboteur kann ich einen Haken sabotieren, also den kaputt machen für den Killer, dass er da für ein paar Sekunden, ich glaube 15. Oh, das habe ich nicht gesehen. Warte, hier, ich bin mal. Gut. Ja, und dann. Nicht gut. Nicht gut. Okay, dann gehe ich jetzt weg. Okay, er hat mich nicht gesehen. Steve wohl umgenutzt. Er versucht jetzt mehr Leute noch zu finden, weil er jetzt einen One-Hit für alle möglichen hat. Also für alle. Der dunkle Boden, wenn der zerstört wurde, sind zwei Totems. Hat er mich jetzt gesehen? Ich möchte jetzt nicht hingehen, weil ich halt wie gesagt ein One-Hit wäre. Okay, jetzt hebt er ihn auf. Ich mach mal ein paar Meter. Ich habe eigentlich. Achso, ist auch schon wieder vorbei. Damit hätte ich einen Haken sabotieren können. Ja. Genau, und wenn der dunkle Boden zerstört wird, das war jetzt Ruin. Sind alle Survivor ein One-Hit. Er geht da lang. Er geht einfach außen rum. Frech. Jetzt hat er mich. Yep. Genau, und jetzt hat man schon gesehen, Seelenruhe hat bei mir gerade, also nicht gezündet, sondern hat gewirkt bei mir. Seelenruhe ist das Perk rechts mit der kleinen, mit dem Küken oder so, oder ein Samen ist das, ein aufkeimender Samen. Und damit unterdrücke ich meine Schreie, wenn manchmal, wenn der Doktor zum Beispiel mich schocken würde. Und außerdem reagieren Krähen auf mich nicht. Und unten das Perk Eiserner Wille ist ja nochmal ähnlich. Also bei Seelenruhe schreie ich nicht auf, wenn ich getroffen werde. Und bei Eiserner Wille jammer ich nicht so laut rum, wenn ich verletzt bin. Und das ist ein ziemlich beliebtes Perk. So, ich versuche mal, er bleibt hier die ganze Zeit hier. Ich mache mal ein paar Meter. Ich habe nämlich keine Lust,
getroffen zu werden. Es sind schon zwei Generatoren. Ach, einen habe ich ja gemacht. Alles gut. Da wurde ein bisschen zu früh gerettet. Oh, da hat jemand eine Blume geworfen hier. Das ist ja witzig. Das ist noch vom Halloween-Event. Aber den Spalt, der ist ja gerade geöffnet, der Spalt. Den will man wahrscheinlich ein bisschen vorantreiben gerade. Ja, und das mit dem Saboteur, da kriegt man die Haken eben auch noch. Sorry, ich bin ein bisschen konfus. Oh, tollen Schlüssel. Kriegt man die Haken im Umkreis von 15 Metern angezeigt. Wenn jemand aufgehangen, also aufgehoben wird vom Boden. Damit man die eben sabotieren kann. Aber ich bin irgendwie nicht schnell genug dafür. Ich benutze mal mein Medikit. Brauchen wir nicht. Sie wird ja eh gerade aufgehangen. Dann kann ich das besser für mich behalten. So, ich habe jetzt 1000 Sachen angefangen zu erklären. Aber ich habe das Gefühl, ich habe keine zu Ende erklärt. Da wird schon gerettet. Na gut, dann gehe ich hier an den Gen. Das war Steve. Ja, also Jake ist einer, der schreibt nicht so viel rum. Weder verletzt, noch wenn er getroffen wird oder geschockt wird vom Doktor oder durch den Stacheldraht vom Pyramidenkopf durchrennt. Jetzt kommt er auf mich zu hier. Ups. Oh, hier ist gar nichts. Da wird auch schon wieder gerettet. Er hätte hier gar nicht gegengetreten. Und der gerne Haken sabotiert. Saboteur wird nicht so viel mitgenommen, weil man die Haken ja auch mit einem Koffer sabotieren kann. Dann kann man besser Perks mitnehmen, die einem in der Jagd helfen oder einem die Sicht ein bisschen ermöglichen. Das ist auf jeden Fall ein Perk, was man nicht so oft sieht. Und ich nehme es auch eigentlich nie mit. Aber Eiserner Wille ist sehr hilfreich. Ja, bei dem Bubba muss man immer aufpassen, deswegen ist er gerade auch zu mir rübergekommen. Das Perk vom Leatherface, so heißt er eigentlich, ist Barbecue und Chili. Und in einem gewissen Radius kann der einen dann, eben kann er die Aura von Überlebenden sehen. Nicht in der Nähe der Haken, an dem er jemanden aufhängt. Okay. Sondern, also er kann die Auren von Überlebenden sehen, wenn er einen Überlebenden aufgehangen hat. Kann er die restlichen sehen. Das ist ja mega Terrorradius. Die allerdings in einem gewissen Umkreis des meine Güte. Also er hängt jetzt den Steve auf. An einen Haken. Und zwar dort. Das heißt, er hat auf jeden Fall Barbecue und Chili. Ich gehe näher ran. Jetzt kann er mich nicht sehen. So, wäre ich außerhalb dieses Radius, hätte er mich sehen können.
Es sind irgendwie 32 Meter, je nachdem, wie weit ausgebaut er das Perk hat. Deswegen besonders bei dem Bubba sollte man auf Barbecue und Chili aufpassen. Aber es ist sowieso ein sehr beliebtes Perk bei den Killern. Okay. Jetzt slackt er ihn. Weil er gerne sein 4K hätte. Okay. Ist ein wenig doof. Man kann eigentlich ganz gut sagen, dass er im Terrorradius wird man wahrscheinlich eher nicht gesehen. Ich verstecke mich mal hier. Hier ist auch ein Generator schon sehr weit. So. Aha, er tunnelt nicht. Ja. So, und jetzt habe ich wieder nicht aufgeschrien wegen Seelenruhe. Und er bringt mich wieder in die Mitte. Warum hat er mich nicht an den Rand gebracht? Sie ist auf jeden Fall auch eine Ehrenfrau. Sie will mich nochmal retten. Kann sich ruhig Zeit lassen. Er soll mal ruhig ein bisschen suchen. Sie rettet mich sofort. Auch in Ordnung. Hatte sie eine gediente Zeit? Ich glaube nicht. Dort war er. Ich guck mal kurz hinter mir. So, ich heile mich selber. Und auch jetzt merkt man, ich bin verletzt. Und ich jammer gar nicht so doll rum. Ist eigentlich ganz schön. Ich habe vorhin extra nochmal in den Shop geguckt. Für Jake gibt es nicht so mega viele coole Outfits, die mir gefallen. Ich habe doch irgendwo eine Kiste, die ich aufgemacht habe mit einem... Oh, okay. Tunnelblick. Ja, es sind halt keine Paletten mehr hier. Vielleicht hat sie ja Adrenalin, es wäre super schön. Der hat auch hier nicht gegen den Gen gepoppt. Sie ist auf jeden Fall eine richtige Ehrenfrau. Ich spiele übrigens mit Jake, weil ich nicht nur die Trophäe kriegen möchte, sondern ich will auch noch meine Daily schaffen, mit Jake Park einmal zu entkommen. So, also er hat auf jeden Fall Barbecue und Chili, der dunkle Boden. Ich mache mir das zweite Tor auch auf. Dort hinten ist sie mit ihm. Ich kann leider gegen Bubba tanken, ist doof. Oh, Schiete. Oh, in eine andere Richtung. Oh nein. Ich wollte den Haken hier sabotieren. Oh, und ist sie tot? Sie ist tot. Oh, es tut mir so leid. Sie hat ihn so gut hingehalten. Press F für Respect. Geschickter Jake. Es tut mir total leid, dass ich ihr nicht noch helfen konnte.
Sie hatte gedacht, dass ich den anderen Ausgang aufmache. Es wäre auch schlau gewesen, dann wäre sie noch entkommen. Sie hat richtig gut gespielt. Ja, also. Jetzt habe ich diese konfuse Runde aufgenommen. Und werde sie hochladen. Ich hoffe, ihr seid nicht genauso verwirrt von meinem Gebrabbel wie ich. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht zuzugucken. Ich habe meine Daily geschafft und die Trophäe erhalten. Was möchte man mehr? Ich bin übrigens noch gespannt auf seine Perks. Ach ja, Ruin wussten wir ja auch. Verteufelter Boden wussten wir auch. Barbecue und Chili wussten wir auch. Und das andere, verbittertes Gemurmel. Ups. Ich habe mich ein paar Mal sehr nah an ihm versteckt. Das hätte er eigentlich mitkriegen müssen. Ja, gut. Sie hat so gut gespielt, weil sie Rang 1 war. Ehre. Wirklich Ehre. Gut, dann GG und bis zum nächsten Mal.